Liebe Brüder und Schwestern, Jesus gibt seinen Jüngern, seinen Aposteln den Auftrag, verkündet das Evangelium, geht zu allen Völkern und verkündet den Glauben an diesen einen und dreifaltigen Gott, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, diese Taufe auf den einen und dreifaltigen Gott haben wir empfangen, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und dieser eine dreifaltige Gott hat in uns Wohnung genommen, auch wenn wir das meistens gar nicht bemerken. Er wohnt verborgen in unserer Seele. Denn Jesus sagt, ja, wer mich liebt, wenn wir Jesus lieben, wenn wir auf sein Wort hören, wenn wir seine Gebote halten, dann werden wir vom Vater geliebt und wir werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnung nehmen. Ja, wenn wir Liebe haben zu Gott, dann wohnt er in uns, dann bleibt er in uns. Wenn wir ihn ersehnen, wenn wir auf ihn hören, auf sein Wort, wenn wir uns bemühen, seine Gebote zu halten, ja, dann können wir Gott wirklich Vater nennen. Ja, dann entsteht eine vertrauensvolle Beziehung, wie die Beziehung eines kleinen Kindes zu seinem Vater, zu seiner Mutter, zu seinen Eltern. Dann können wir Gott wie Jesus mit diesem zärtlichen Namen ansprechen, aber Vater, ja, Gott ist unser Vater. Oft glauben wir das gar nicht so recht, können wir das nicht so richtig verstehen, weil wir sind arme, sündige Menschen. Es ist durch die Sünde ein Riss entstanden in dieser vertrauensvollen, liebevollen Gemeinschaft mit Gott, in dieser Liebesbeziehung zwischen Vater, dem Vater und den Menschen. Deswegen ist Jesus gekommen, der Sohn Gottes, der eins ist mit dem Vater, das ewige Wort, durch das, wie es im Evangelium heißt, alles geworden ist, durch den der Vater alles geschaffen hat. Er ist ja der Schöpfer. Er spricht sein Fiat, es werde. Er spricht sein Wort. Ja, und die ganze Welt entsteht, das ganze Universum, die Erde, die Herrlichkeit der Schöpfung. Ja, machtvoll ist dieses Wort. Es ist kreativ, es ist schöpferisch. Wenn Gott ein Wort spricht, dann geschieht es. Ja, dieser Gott ist unser Vater. Und Jesus ist gekommen, uns neu diesen Vater zu zeigen, ihn zu offenbaren, sein Wesen, wer er ist. Er möchte allen Menschen in Erinnerung rufen, dass sie Kinder Gottes sind, dass wir ihm vertrauen dürfen, dass wir nicht ängstlich besorgt sein müssen um unser Leben, um das, was wir so alltäglich brauchen. Ja, weil der Vater uns liebt, weil er für uns sorgt. Er hat ja die ganze Welt gemacht. Er lässt alles wachsen und gedeihen, wenn wir hinausschauen auf die Felder, in die Gärten. Überall gedeiht es, überall wächst es. Wir haben eigentlich nichts dazu beigetragen. Ja, wir haben den Samen ausgesät, aber auch dieser Same stammt von Gott. Er schenkt dieses Wachstum, er schenkt den Regen, den Sonnenschein. Er lässt das Getreide wachsen, die Früchte, das Gemüse, all das, was wir brauchen für unser Leben. Wir müssen nicht ängstlich besorgt sein, dass wir genug zu essen haben. Und Jesus sagt, schaut auf die Lilien auf dem Feld, schaut auf die Blumen, ja, auf die Rosen, die jetzt so herrlich aufblühen. Ich staune immer, wenn ich hinausgehe in unseren Klostergarten, da haben wir viele Rosen, wie wunderschön die blühen, wie schön das ist, was für eine Schönheit hat Gott hineingelegt in die Schöpfung, in die Blumen, in alles Geschaffene. Und Jesus sagt, ja, wenn Gott schon die Blumen so schön kleidet, wie viel mehr dann euch, die ihr seine Kinder seid? Ja, lassen wir uns neu
vom Herrn stärken in diesem Glauben, dass Gott bei uns ist, dass er uns nicht fallen lässt, sondern dass er uns trägt in seinen Händen mit einer Liebe, die wir nicht fassen können. Lassen wir unser Herz weit machen für den Herrn. Beten wir Jesus, dass er unser Herz reinigt von allen Sünden, besonders in der Beichte. Empfangen wir neu das Bußsakrament. Jesus, er ist der Retter und Erlöser. Er hat durch sein bitteres Leiden und Sterben am Kreuz, durch seinen Tod und seine Auferstehung unsere Sünden getilgt, unsere Schuld hinweggenommen. Er hat für uns bezahlt, ja unsere Schulden sozusagen beglichen, die wir uns eingehandelt haben mit unseren Sünden, mit unseren bösen Gedanken, bösen Taten, unseren bösen Werken. Mit unserem Misstrauen Gott gegenüber, mit unserem Unglauben. Jesus möchte uns neu verbinden, neu hineinnehmen in seine Liebesgemeinschaft mit dem Vater durch den Heiligen Geist. Und auch das ist die Frucht des Todes und der Auferstehung Jesu, des Erlösungswerkes, das uns der Heilige Geist geschenkt worden ist, den wir zu Pfingsten feiern, neu anrufen, neu bitten, dass er uns erfüllt und stärkt. Das hat uns Jesus erworben in seiner Hingabe am Kreuz und durch seine glorreiche Auferstehung. Hier lassen wir uns neu erfüllen von diesem Geist Gottes und diesem Geist der Liebe, der Wahrheit, der Gerechtigkeit, des Friedens, von diesem Geist der Stärke, der Weisheit, der Hoffnung, des Glaubens. Dann werden wir erkennen, wer Gott ist. Dann werden wir sozusagen hineingezogen, wie in einem gewaltigen Strudel, wie von einem gewaltigen Magnet hineingezogen, hinein in diese Gemeinschaft mit dem einen dreifaltigen Gott, in diese Liebesbeziehung zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er möchte uns teilhaben lassen, dieser eine dreifaltige Gott, an seiner Liebe, an seinem Leben, an seiner Beziehung untereinander. Dann werden auch wir untereinander immer mehr eins, weil er die Einheit schenkt, weil er Einheit stiftet, der eine dreifaltige Gott. Ja, dann kann die Kirche ein Abbild sein für Gott hier auf dieser Erde, in dieser Welt. Abbild seines Wesens, weil wir in Liebe miteinander verbunden sind. Ja, weil Jesus in unserer Mitte ist, weil wir in ihm das Angesicht des Vaters erkennen, weil Gott uns durch Jesus nahe gekommen ist und immer unter uns bleibt, ja, weil er uns so sehr liebt, dass er sich uns hingibt als Brot, als Speise für unser Leben, weil sein Opfer unter uns präsent wird, sein Kreuzesopfer, das Opfer Jesu, wenn wir die heilige Messe feiern. Es ist nicht nur eine schöne Erinnerung, es ist nicht nur ein frommes Mahl, ein Gedächtnis, sondern die heilige Messe ist vor allem Vergegenwärtigung. Es ist Gegenwärtigsetzung des Kreuzesopfers auf Golgotha. Es wird unter uns gegenwärtig, damit wir alle teilhaben an dieser Frucht der Erlösung. Ja, kommen wir vertrauensvoll zum Herrn. Er möchte uns stärken, dass wir seine Gebote halten, dass wir Zeugen sein können für das Evangelium, Zeugen für diesen wunderbaren Gott, den wir nie ganz fassen können, den wir nie ganz begreifen können, aber der unser Herz weit macht, damit wir ihn anderen bringen, damit wir zu den Mitmenschen gehen, ja hinauseilen in die ganze Welt, um zu verkünden, dass er der einzige wahre Gott ist. Ein Gott in drei Personen, der sich offenbart als der eine und dreifaltige. Amen.